Nächste Regel im aktiven Zuhören: mit eigenen Worten zusammenfassen. Mit eigenen Worten zusammenfassen. Was auf der Sachebene eine gewisse Redundanz erzeugt, denn der eine hat es gesagt und der andere sagt es jetzt nochmal, nur mit etwas anderen, nämlich mit seinen eigenen Worten. Das ist rein auf der Sachebene doppelt. Aber auf der Beziehungsebene ist das für den Sender ein sehr wertvolles Signal, dass was ich sagen will, ist beim anderen angekommen. Noch einmal, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht getan und getan ist nicht beibehalten. Hier ist es zumindest ein Signal, dass der andere es verstanden hat, was ich sagen will. Ja, also wichtiges Feedback, wenn ich mit eigenen Worten. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.